Vögelkriege. Der Auslöser war ganz einfach ein Artikel im Kurier. Wenn ich lese, wie sich da Personen, Herr Linden, wie haben Sie das formuliert, der zweiten, dritten oder vierten Garnitur in Österreich äußern über ja, Teamchef und etc., dann muss ich ganz einfach sagen, das habe ich auch nicht notwendig. Und ich kann mit solchen Leuten und ich will mit solchen Leuten dann nicht mehr zusammenarbeiten. Da ist Schluss mit lustig. Was erlauben diese Svetits? Ja? Habe fertig, um Trapattoni zu zitieren. Okay. Dann darf ich bitten, den Achim Schneider von der schon angesprochenen Kleinen Zeitung. Habe ich wieder Werbung gemacht. Ne? Die Auflagenzahl wird steigen. Dramatisch. Du bitte wirkst, ein schönes Foto von mir. Du wirkst. Weil jeder glaubt, ich bin schon, weiß ich nicht, vom Totenbett auferstanden und irgendwo habe ich gelesen, dass ich eigentlich ja, mein Testament schon lange machen hätte müssen. So schlecht ging es mir. Du wirkst einerseits stinksauer jetzt. Nein. Oh ja. Och. Andererseits ist man ja doch, wenn man sich von Lebensabschnittspartnern trennt, traurig. Bist du traurig, ganz tief in dir drinnen, dass das jetzt vorbei ist? Ich muss ehrlich sagen, natürlich bin ich auch traurig. Ja? Da ist auch Wehmut dabei. Ich sage, im Scherz sage ich immer, bei mir war immer ein bisschen das Herz dabei. Bei meinen Lebensabschnittspartnern. Okay, und das waren meine Spieler jetzt. Aber im Grunde genommen geht es ja nicht um solche Gefühlsduseleien. Da geht es ganz einfach um die Sache. Und die Sache ist es mir nicht mehr wert gewesen. Ich habe selbstverständlich mit einigen Spielern schon telefoniert. Und ich habe mit einem telefoniert, der mir gesagt hat, ich habe heute in der Früh die Zeitung gelesen und ich habe gewusst, was passiert. Also so gut kennen sie mich schon. Gut, dann darf ich bitten Rainer Pariasek und im Anschluss den Herbert Eichinger vom Sportmagazin Verlag. Sie haben gesagt, Ihr Nachfolger braucht mehr Kredit, als Sie Kredit hatten. Von wem hatten Sie zu wenig Kredit? Ach, da will ich gar nicht drüber nachdenken. Aber von den Banken habe ich genügend Kredit, wenn ich einen brauche. Meine Kreditwürdigkeit bei den österreichischen Banken, die ist, glaube ich, vorhanden. In erster Linie will ich da natürlich Raiffeisen, den Sponsor, erwähnen. Darf ich nicht vergessen. Von Christian Konrad bis Leo Bruschak, herzlichen Dank für die Unterstützung. Nein, aber meinen Sie eher von der Öffentlichkeit wenig Kredit oder von seitens ÖFB, Präsidium? Nein, also ich muss ehrlich sagen, der ÖFB, der Präsident und in erster Linie der Präsident, und der eine oder andere Landespräsident, die haben mir in den letzten Monaten, vor allem im Herbst 2007, ja, das Vertrauen des Öfteren ausgesprochen und ja, dafür möchte ich mich natürlich auch bedanken. Ich hätte ja auch es mir viel leichter machen können, schon im Herbst 2007, als ich am Boden lag und jeder auf mir herumgetrampelt ist und da ist 3% der Österreicher gemeint haben, also der Teamchef ist nicht so schlecht oder der soll vielleicht weitermachen. Das war ja eine Quote, die war ja schon ja, irgendwo beängstigend. Da hätte ich mir es leicht machen können und sagen können, ich gehe jetzt nach Hause, lese Goethe, Dramen ja, und muss los. Aber so bin ich nicht. Wenn es mir am schlechtesten geht, dann mache ich weiter. Jetzt geht es mir nicht so schlecht. Daher schaut die Situation wieder anders aus. Gut, jetzt darf ich Herbert Eichinger vom Sportmagazin Verlag. Josef, wenn du die Zeit zurück... Ich muss die Pressekonferenz dann rechtzeitig beenden. Ich bitte, was haben wir für Zeit? 10 Minuten noch. Die letzten Fragen. Zwei Fragen. Wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, was würdest du anders machen? Und zweite Frage, ist Andreas Herzog für dich dein logischer Nachfolger? Und zunächst einmal, ich würde nichts anders machen. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass
die Vorbereitung auf die Europameisterschaft ganz nach meinen Vorstellungen abgelaufen ist. Ich glaube, das hat auch in der Öffentlichkeit den Eindruck gemacht, okay, da ist etwas passiert in den 5 Wochen Vorbereitungszeit. Die Mannschaft ist konditionell in einem besseren Zustand, als sie im Februar oder im März war. Da würde ich nichts ändern. Wir haben, und da gebührt der Mannschaft ein Lob, wir haben sehr hart gearbeitet. In Linderbrunn, auf Sardinien, und die Spieler, die von Anfang an dabei waren, waren hundertprozentig topfit. Ich würde auch in der Philosophie nichts ändern. Ich habe immer gesagt, wir müssen in der Vorbereitung auf die Europameisterschaft gegen die stärksten Mannschaften der Welt spielen. Weil wir auch bei der Europameisterschaft, das ist ein härteres Turnier als die Weltmeisterschaft, auf solche Gegner treffen werden. Und da wollen wir sie besiegen. Das hat nicht geklappt. Dass ich natürlich eine schlechte Bilanz dadurch auch in Kauf nehme, das ist ja klar. Ich sage euch ganz offen und ehrlich, ich wollte vor der Europameisterschaft ein Spiel unbedingt gewinnen. Na, deswegen haben wir doch gegen Malta gespielt. Halt's mir doch nicht so für naiv, dass ich nicht weiß, wenn wir spielen gegen Frankreich auswärts, gegen Deutschland, gegen Holland, gegen England, ja, gegen Elfenbeinküste, gegen Nigeria, dass ich da erwarte, wir gewinnen alle Spiele und noch hoch und ohne Gegentor. Also wer diese Vorstellungen hat, der kennt sich in der Realität des internationalen Fußballs nicht aus. Deutschland vor der Weltmeisterschaft 2006, die haben sich beklagt, dass sie gegen die großen Fußballnationen nicht gewinnen konnten. Aber dann haben sie gegen Argentinien das erstmals geschafft. Und seither ist diese Mannschaft mit diesem Selbstvertrauen, die ist gewachsen. Aber sie haben gegen uns nicht so gut ausgesehen, wie sie sich das erwartet haben, vielleicht noch im Februar. Ich habe noch eine Frage an die Herzog. Andi Herzog? Ja. Für mich ist der Andi Herzog mehr für den österreichischen Fußball als der Jürgen Klinsmann, das für den deutschen Fußball vor der Weltmeisterschaft 2006 war. Er hat unglaubliche internationale Erfahrung, er hat eine Reputation wie kein anderer, aber er hat noch bei keinem Verein trainiert. Okay, das mag man ihm als Manko anrechnen. Für mich hat er die Qualitäten, um ein sehr guter Nachfolger von mir zu sein. Aber ich entscheide das nicht. Ich mache ja auch keine Vorschläge. Ich sage nicht der oder jener oder ein anderer, denn das ist nicht meine Aufgabe. Ich wünsche meinem Nachfolger, dass er mit dieser Mannschaft weitermacht, dass sie die Mannschaft weiterentwickeln und dabei sehr, sehr viel Glück und Gutwill auch von eurer Seite hat. Gut, dann darf ich Gerhard Gries von Sportventil.at bitten. Du hast vorhin dich ziemlich aufgeregt über die über den Peter Svetic. Entschuldige mich dafür. Nein. Ist es wirklich so, dass der Peter Svetic, der ja wirklich unbedeutend ist in diesem Fall, dass der mit einen Plus genommen hat zu deinem Rücktritt? Das ist gar nicht sein, dass der Wenn ich mich über etwas ärgere, dann ist es nicht unbedeutend, wer das sagt. Im Gegenteil, dann ist es von großer Bedeutung, wenn man als Journalist des Jahres, Rainer Fleckl, den ich sehr schätze und dem ich auch eine Laudatio gehalten habe, wenn er dem Spielraum auch noch gibt. Das ist für mich eine Frage, die ich erst beantworten muss nach einem ausführlichen Gespräch mit dem Kollegen Fleckl. Okay. Danke, dann dürfen wir noch einmal den Rainer Bariasek bitten und dann... Entschuldige, das letzte Mal war ich sehr wortkarg, ich war sehr müde und in Zeiten wie diesen ist es vielleicht nicht so leicht, immer in guter Laune zu sein. Also noch einmal für diese... Alles vergeben und vergessen. Danke.